Guten Morgen, liebe Freunde des Pokémon Sammelkartentüs. Heute beim Einkaufen ist mir leider das Sammlerkit in den Einkaufswagen gerutscht mit einem Booster, Sturm am Firmament, den ich jetzt mit euch öffnen möchte. Einmal das Paket öffnen. Drinnen war ein Poster. Das eine Poster haben wir schon. Ich denke, dass dieses das andere Poster sein wird. Was für mich für Luca nur nebensächlich ist. Auf jeden Fall das geile Rayquaza. Ein bisschen Glück ziehen wir sogar Rayquaza. Mal gucken, was der Booster uns hergibt. Wir lassen das mal gleich geöffnet. Ja, um noch aufs andere hinzuweisen, ein Sammelalbum war auch drin. Booster, Sammelalbum und das Poster. Mit einzelnen Tipps. Und hier können die Karten der Booster-Reihe sorgfältig weggeheftet werden. Wobei wir da ja unseren Pokédex haben. Solgaleo. Ja, auf jeden Fall eine Karte, die man nicht. Und da haben wir es, unser Rayquaza GX. Ja, vielleicht den Booster, vielleicht haben wir sogar ein Rayquaza GX dabei. Das wäre der absolute Hammer. Deoxys. Gag aber in zwei Artworks. Auch geil. Hydropi. Ja, das war's schon mit dem kleinen Heftchen. Hier kann man sich abhaken, welche Karten man schon hat, welche nicht. Welches für uns auch nebensächlich ist. Weil uns geht es hauptsächlich um dieses Booster. So, jetzt ich das versuche zu öffnen. So, ich wollte das einmal umdrehen, dass wir nicht sehen, welche Karte wir haben. Das ist das Booster. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Und da wollen wir gucken, was sich darin versteckt. Einmal die Trainerkarte Angler. Für uns nicht wirklich von Wichtigkeit, da wir den Pokédex füllen wollen. Wobei dann die Trainerkarten nebensächlich sind. Die behalten wir natürlich, da wir sie noch nicht haben. Dann ein Mundtier. Cooles Artwork. Wieder die Trainerkarte Pokénuff. Die Energieblatt. Ein Schneckenmark. Wie cool es darunter glibbert. Auch cool, nicht schlecht. Ein Tannhell. Dann ein Lavitan. Wie cool es dort auf dem Felsen steht und uns anschaut. Wie es dich anschaut, genau dich. Dann haben wir einen Walmer. Oh süß. Dann eine Knuffenser-Reihe. Eine kleine Knuffenser-Schule. Geil. Dann haben wir eine Trainerkarte. Als Holo. Schade, leider kein Pokémon. Und am Ende ein Regirock. Ja, Apricoco Hersteller ist wahrscheinlich dann die als Holo Regirock als wäre das Highlight des Boosters. Ich hätte mir mehr erwartet. Und zwar das Rayquaza. Aber man kann nicht das haben, was man möchte. Man muss mit dem zurechtkommen, was man kriegt. Also geht die Sammlung weiter. Viel Spaß bis zum nächsten Video. Bis dahin, lasst ein paar Klicks und Abos da.